Seid gegrüßt ihr da draußen und damit heiße ich euch herzlich willkommen zu einem weiteren Video von uns. Ja, mittlerweile Teil 12 unserer Dokumentation. Heute nehmen wir euch mit in ein Fernheitswerk. Also bleibt mal eingeschaltet und bis gleich. Wir sind Urbex LE direkt aus Leipzig und heute nehmen wir euch mit in die Überreste des ehemaligen Fernheitswerkes unseres Hauptbahnhofes. Mit Beginn des 20. Jahrhunderts wurde ja unser Hauptbahnhof massiv umgebaut, neu gebaut. Das Ganze dauerte schlussendlich irgendwas so um die 15 Jahre mit seinen vielen, vielen Nebengebäuden. Und so hatte dieser natürlich einen immensen Energiebedarf. Die Rede ist aber hier nicht von Strom, sondern von Wärme. Und da sprechen wir von Wärme für Räume und natürlich auch für Warmwasser. Entsprechend hatte man sich entschlossen, dafür ein eigenes Fernheizwerk zu bauen. Und so entstand diese Anlage, die mittlerweile seit ungefähr 30 Jahren ungenutzt verfällt. Im Inneren befand sich ein Kessel, welcher mit Kohle beheizt wurde und dann entsprechend die Wärmeenergie abgab an die umstehenden Gebäude. Hier befinden wir uns in der Trichteranlage, wo die Kohlen gelagert wurden. Und hier sieht man ganz gut den Unterschied des Verfalls, denn hier war der Zustand richtig gut. Massiver Stahlbeton trotzte hier jahrzehntelangen Verfall, während der Backstein draußen sicherlich auch aufgrund des fehlenden Daches ganz schön verfallen und verwittert war. Auch die Vegetation hatte sich ziemlich breit gemacht im Kesselhaus. Bei der eigentliche Kessel auch gar nicht mehr zu sehen war, denn dieser war zerstört bzw. auch schon ausgespült durch halt das ständig hineinlaufende Wasser. Der Verwaltungstrakt der Anlage umfasste einige wenige Räume, welche nicht besonders interessant waren. Wir schauten trotzdem mal rein, zumindest dort, wo wir reinkamen. Ein Weg wurde uns leider versperrt durch einen schlafenden Obdachlosen, den wir dort auch weiter haben schlafen lassen. Es gibt keinerlei Informationen zu dieser Anlage, leider. Ich habe stundenlang gesucht, es gibt nichts. Das Einzige, was ich gefunden habe, war eine Objektnummer und die Tatsache, dass es sich hierbei um ein technisches Denkmal handelt, welches nach wie vor noch nicht mal eine Adresse hat. Im letzten Teil des Videos sehen wir auch hier die ehemalige Wärmeleitung, ein etwa 150 Meter langer Tunnel, welcher heute Elektrizitätsleitungen führt. Damals wurden hier Wärmeleitungen, vor allem Wasser, durch den Tunnel durchgeführt, direkt bis zum Hauptbahnhof. Ja, das soll es dann im Prinzip schon gewesen sein von diesem kleinen Trip in das ehemalige Fernheizwerk unseres Bahnhofes. Ob jemals was mit dieser Anlage in positiver Hinsicht passieren wird, ist fraglich. Ich denke mal, dass die Bahn das irgendwann mal veräußern wird. Ja, in diesem Sinne soll es das jetzt gewesen sein. Wir danken für euer Zusehen. Wenn es euch gefallen hat, lasst doch gerne mal einen Daumen da. Ja, und damit verabschiede ich mich und bis bald. Macht's gut und ciao.